Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Ja, ich sagte ja, und ihr wolltet es, beziehungsweise, ihr wolltet, dass wir mal wieder ein paar Autos den Klippen runterwerfen. Und das machen wir natürlich. Wir sind da auf der Cliff-Map. Warte, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Sagte ich, dass wir diese Folge die neue Map machen und danach Klippen runterschmeißen oder heute Klippen runterschmeißen und nächste Mal die Map, neue Map. Egal, wir machen heute die Klippen. Jedenfalls, wir sind hier schick auf der Cliff Map und ich dachte mir, wir schmeißen mal die ganzen neuen Autos hier runter, die wir haben. Da können wir eigentlich gleich mal anfangen bei. Ach, können wir erst mit Burnside Special. Nehmen wir die Autos von BeamNG erstmal. Da dürfte ich ein paar Probleme haben, um rüberzukommen, oder? Ah, oh, ne, schafft er gut. Ist nicht so holprig hier. Und, komm. Ja, jetzt ein bisschen lang hält's runterknallen. Und hier, okay, wir haben jetzt so ziemlich den langweiligsten Pfad ausgewählt, wobei jetzt wird's krass und da, kriegt der schon mal böse ab. Ja, ja, nicht Freund. Autsch, au. Da hinten nochmal gegen. Und ja, sehr kaputt dabei. Da, das hat aber schön abgefahren. Der arme Wagen, guck dich das mal in Slow Motion an. So herzzerstörend, wie dieser Wagen hier kaputt gemacht wird. Egal, ja, aber nur mal weitermachen. Na, machen wir J. J, J, J. Nein, das bin ich J. So. Boah. Da kommt noch ein Rad. So, was ist denn das? Ist das ein Rad? Was ist denn das? Sehe ich's nicht? Das ist kein Rad. Ah, das ist ein Licht. Von vorne. Das linke Licht ist das. Da. Überschlägt er sich noch zu Ende. Total zerstört hier der arme Wagen. Und knallt gleich nicht ins Wasser, aber kurz vors Wasser. Und jetzt brennt er noch. Warum denn auch nicht? Falls er es noch überlebt hat, dann kommt das noch hinterher. Boah. Und er fängt sofort an, überall zu brennen. Keine Überlebenschance hier. Ja, schon böse. Aber was haben wir denn noch so Nettes? Den Gabriel Bennett können wir hier mal runterschmeißen. Nehmen wir die Ultra-Variante. Wenn schon, dann schon, ne? Bennett haben wir generell noch zu wenig benutzt. So. Oh. Springt schon mal weit und sehr unfreundlich. Puh, stell dich mal vor, mal da drin sitzen. Das ist nicht nett, das ist gar nicht nett, sage ich euch. Und hier einfach ein bisschen pure Zerstörung auf der Map. Wofür denn auch sonst ist diese Map gut, wenn nicht für gute Zerstörung. Also man kann es versuchen. Oh ja. Oh ja. Ui ja, wir schmeißen noch ein, zwei Autos hier runter, dann habe ich eine coole Idee. Beziehungsweise wir versuchen jetzt was und danach schmeißen wir ein, zwei Autos runter. Ja, das ist cool. Also der Wagen ist komplett zerstört. Da muss man, glaube ich, sich gar nicht mehr drüber unterhalten. Rutscht jetzt noch so ein bisschen. Hat sehr dünne Reifen, fällt mir gerade auf. Hinten aber nicht. Also gerne nicht dünne Reifen, sondern dünne Räder. Hinten total breit und vorne total dünn. Wir nehmen die coole Variante des Dings, die wir hatten. Smith Custom, genau, die müssen wir auch noch ausprobieren. Ah, wo haben wir den Sunburst? Hier oben. Sunburst, Sunburst, Sunburst. Da bist du. Und ich nehme in der Custom-Variante. Da versuchen wir mal runterzufahren, ohne zu Tode zu kommen. Was, denke ich, schwer wird. Und was wir auch nicht schaffen werden. Aber wir können es trotzdem mal versuchen. Ist schon mal viel zu schnell. Und ab hier ist es eigentlich schon verloren. Vielleicht können wir noch ein bisschen was retten. Nee, aber wir sind so in der Seitwärtsbewegung. Oh Gott, da ist nichts zu machen. Da wird auch der Sunburst ganz einfach geschrottet. Der hat aber noch einen Überrollkäfig. Also mal sehen, wie viel davon noch übrig bleibt. Oh ja, und dann da nochmal aufprallen. Klick. Klick.
Und jetzt brennt er auch noch. Also man sieht da, wo der obere Käfig den Wagen zusammenhält, weil überall, wo kein oberer Käfig ist, ist er komplett zusammengedrückt. Hinten sogar auch teilweise. Also die Fahrerkabine sieht zwar gut aus, aber die G-Kräfte und die ganzen Aufschläge hätten einfach die Person, die Insassen getötet. Vor allem jetzt das Feuerwehr auch noch. Also man könnte es rausschaffen, aber es wäre verdammt heiß da drin. Ja, gut. Fliegt die Strato jetzt eigentlich mittlerweile oder kann man die immer noch nicht fliegen? Packt sie immer noch? Mal sehen. Hey, sie geht. T und G. Können wir sie vielleicht sogar runterfliegen, ohne zu crashen? Oh Gott. Nein, können wir nicht. Lieber zum Glück. Ich konnte die, glaube ich, noch nie wirklich fliegen, oder? Einmal vielleicht. So, jetzt hier oben halten. Yay, wir haben die Strato. Wir können die Strato fliegen. Oh. So, da können wir schon mit Speed hier lang fliegen. Also auch cool. Ah, schönen Schub beibehalten. So. Smoke System. Wir haben das ist cool. Das ist nice. Können schön Rauch anmachen. Das ist nice. Gut. Jedenfalls, sie geht. Die wollen wir jetzt einmal noch kurz einen Flug irgendwo nachprobieren, wobei wir dann eh crashen werden. Also, das wird gleich noch gut. Das ist sehr knapp. Wobei wir dann noch ein Flugzeug kaputt machen können. Das ist ein Fahrzeug. So. Da knallen wir gegen. Und dann hauen wir jetzt runter. Wobei wir dann noch ein bisschen uns halten konnten. Jedenfalls wollen wir dann noch runterschmeißen. Wir können auch den PC mal den neuen runterschmeißen. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Können wir die. Gr Nein, nehmen wir die. Nee, nehmen wir die orange Crashtest-Variante. Replace Current. Und ja, hier 1988er Bishop Pissima. So, hier entlang. Und ein bisschen anderen Weg mal nehmen. Wobei man landet am Ende doch immer wieder am gleichen Ufer. Und werden da zugrunde gehen. Oh ja, nicht nett, nicht nett. Totale Zerstörung hier an dem Pissima. Er kommt halbwegs gut durch, aber trotzdem ist es extrem krass. Und jetzt sind die Kräfte spätestens zu viel. Ja, guckt euch das an. Also da bleibt echt nicht viel übrig vom Wagen. Wobei es erstaunlich ist, wie viel er aushält eigentlich. Aber er ist nie wirklich aufs Dach geknallt. Also das ist noch ein Grund, warum er vielleicht nicht so böse aussieht. Ich finde es cool, dass er einfach den Namen auf die Seite geschrieben hat. Das ist schon viel Realismus für so ein echtes, für so einen echten Crashtest. Hier steht es auch nochmal Ibishu Pissima. Crashtest KB176 Immunity Drive. So, und ja. Einen können wir noch. Ein, zwei. Was können wir denn jetzt noch nehmen? Was wollen wir nehmen? The Current Journey. Ja. Ja, den nehmen wir. Nochmal ein Wohnmobil runterschmeißen. Warum denn auch nicht? So, hier wollen wir erstmal rüberkommen. Und dann hauen wir den hier runter. Nicht nett, nicht nett, nicht nett. Ja, jetzt wieder. Übrigens, ich mache diese Woche, diesen Monat wird es wieder zwei Events, drei Events mit euch geben. Per Livestream, glaube ich. Drei, zwei, drei, irgendwie so. Jedenfalls einerseits World of Tanks. Ich weiß noch nicht, ob es diese Woche sein wird, weil es kann sein, dass ich was zu tun habe und deswegen nicht Livestream kann am Freitag. Aber auf jeden Fall gibt es noch ein GTA 5 Mod, GTA 5 Tuning-Treff machen wir noch. Und zusätzlich habe ich mir eine Xbox geholt. Und da werde ich dann Forza drauf habe ich dann Forza 6 und Forza Horizon 2. Und da werden wir, denke ich, ein paar schicke Crashs machen. Nicht ein paar schicke Crashs, das war ich abgelenkt. Nehmen wir hier die falsche Variante. Werden wir ein paar schicke Car-Meets machen, denke ich. Und ja, natürlich, wie immer, könnt ihr da mitmachen. Aber mehr Infos gibt es dann dazu. Also, ich habe endlich eine Xbox. Freue mich. Oh, und gleich beim ersten Crash haben wir die total zerstört.
sofort das Dach runtergehauen. Oh, ja. Da ist nicht mehr viel zu machen mit dem Fall Chief. Boah. Ja. Gut. Jedenfalls, heute haben wir, wie gesagt, ein paar Autos runtergeschmissen. War ganz lustig. Vor allem jetzt hier am Ende mit dem Chroma einfach nochmal voll gegengeknallt. Und das ganze Dach runtergedrückt. Ja, morgen haben wir die neue Map, mit der wir ein bisschen Zeit verbringen können, denke ich. Das ist so rennstreckenmäßig, Rallye-streckenmäßig, glaube ich. Bin ich mal sehr gespannt. Der Download-Link ist, wie gesagt, dazu jetzt schon in der Beschreibung, wer es austesten will. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hab's gefallen, sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.